und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einem neuen Video, eher gesagt. Heute mal sind wir im Bus unterwegs, und zwar, ich habe jetzt leider erst später angefangen zu filmen. Wir sind aber auf dem Weg von Deutschland nach Esslingen, da ist hier die Haltestelle Betriebshof. Genau, geht's einfach mal weiter. Genau, die ist jetzt hier rechts, die Haltestelle. Und da vorne biegen wir links ab. Dann geht's hier mal rechts rum. Ich muss leider ein paar Sachen manchmal verpixeln, wenn da ein paar Kennzeichen drin sind, die man richtig gut sieht. Deswegen. Als nächstes kommt dann die Haltestelle Finkenweg, glaube ich. Also ja, müsste Finkenweg sein. Und nach der kommt dann hier unten rechts, wo wir jetzt mal vorbeifahren, der Schwalbenweg. Nächste Haltestelle. Ich hatte eigentlich mal ein Video gemacht, Finkenweg. Von Schäfenacker, aber das ist jetzt nicht so gut geworden, deswegen habe ich das dann gelassen. Sonst wäre das auch noch gekommen. Aber das war so ruckelig, weil, ja, man weiß ja, wie die gefahren sind, habe ich euch ja erzählt. Deshalb. So, da rechts ist jetzt Finkenweg, jetzt kommt ein kleiner Cut, glaube ich. Genau, und da sind wir wieder, weil man sonst die Leute gesehen hätte, die eingestiegen sind. Da muss ich auch wieder aufpassen, deswegen habe ich da kurz Stopp gemacht. Jetzt da vorne kommt ein Auto, jetzt am rechts wieder verpixelt, weil man da wieder fast viel das Auto gesehen hat. Ja, der ist da gefahren und dann mussten wir da irgendwie vorbei, weil er nicht rückwärts wollte. Aber wir haben es dann noch geschafft. Passiert noch öfters nachher im Laufe des Videos. Ich kann ja leider nur bis Schillerplatz filmen, weil ich ja da wieder aussteigen muss. Kurzer Cut. Genau. Das ist übrigens ein Gelenkbus. C2. Sieht man auch, glaube ich, am Dash vorne. Also jetzt kommt der eigentliche Sinnauerhof, nicht die Haltestelle. Den sieht man jetzt hier vor uns. Jetzt rechts. Falls euch wundert, warum die Audioqualität so gut ist. Ja, weil ich es natürlich nachvertone. Es wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn ich da die ganze Zeit im Bus irgendwas gelabert hätte und keiner hätte verstanden, warum. Wer es noch nicht getan hat, schaut euch das gestrige Video an. Da kam ein Infovideo, was jetzt alles so für Videos kommen werden. Also das werde ich jetzt hochladen. Das Video ist natürlich schon von Donnerstag. Weil sonst ja eine Wochentage morgens zu filmen. Erstens muss ich gucken, dass ich vorne sitze. Was da meistens nie so klappt.
Und da fahren wir nur über die W10, da gibt es dann nicht viel zu sehen. Da hat ein Handy geklingelt. Da sieht man jetzt mich auch leicht, wie ich mein Handy halte. Ich finde, die Qualität vom Video geht eigentlich. Ich hätte schon mal gedacht, hier vorne an diesem Ding zu fragen, ob ich das machen kann, mal meine Action Cam mit einem Gorilla-Pod hinzumachen, an die Stange, die hier so quer geht. Und dann könnte man nämlich richtig gut filmen. Deswegen. Wir haben noch 12 Minuten vor uns. Und dann ist die Fahrt für mich zu Ende. Geht natürlich noch weiter sonst. Hier sitzt die B10. Hier sind wir den einen Morgen, also wo der Befahrer falsch gefahren ist, der wusste nicht wo lang. Wir sollten ja eigentlich über die B10, aber der hat es überhaupt nicht gecheckt. Checkt jetzt immer noch keiner. Die fahren einfach so, wie sie wollen. Hauptsache, sie kommen in Esslingen dann an. Und manche Fahrer verstehen es ja dann auch nicht, wenn man denen was sagt, von daher. Jetzt fahren wir die lange Route, sonst fahren wir im Kreisverkehr mal da links hier hinten rum. Aber jetzt rechts, aber da ist, glaube ich, kein einziger ein- oder ausgestiegen. Also bis wir wieder vorne auf dem normalen Linienweg waren. Der jetzt auch schon wieder etwas geändert ist. Also die Fahrseite, weil da ja eine Baustelle zurzeit ist. Müsst ihr noch auf die Hand vom Fahrer da drüben links achten, was der nachher macht. Aber das kommt erst später noch, sage ich euch dann. Jetzt kommt ein Schliens, müsste glaube ich eine Sonderfahrt sein, weil die da hinten irgendwas fahren öfters dort lang. Jetzt habe ich meine Hand, glaube ich, irgendwie komisch ans Handy ran. Das hat sich komisch angehört, glaube ich. Mal wieder da ein Kennzeichen gesehen. Auch keiner rein raus. Das ist schon die erste Haltestelle. Hier, da links ist der, die Linie entgegen, also in die andere Richtung. Da müsste jetzt die Zeppelinstraße, glaube ich, kommen. Straße, das ist schrecklich. Und dann damals im Schäfnacker hier drüber. Oh, da. Wenn ich da ein Video gemacht hätte, wäre mir wahrscheinlich das Handy durch den ganzen Bus geflogen. Jetzt kommt gleich noch was ganz Witziges. Weil mal wieder ein paar Autofahrer gesagt haben, sie sind alleine auf der Welt.
ich erstmal meine verpixeln gleich. Jetzt kommt's. Nächste Haltestelle. Und der hier fährt auch einfach rein. Oberesslingen, Max-Planck-Straße. So, und jetzt Max-Planck-Straße ist dann schon wieder der normale Linienweg und keiner ist ein- oder ausgestiegen. Passiert öfters. Auch letztens, wo ich zurückgefahren bin, ist das gleiche passiert. Es war jetzt draußen, also irgendwas umgefallen, glaube ich. Da regnet es die ganze Zeit bei uns. Da sieht man schon, Einbahnstraße. Hier rechts ist die Max-Planck-Straße, die alte Stelle. Nächste Haltestelle. Jetzt sollte der Busfahrer eigentlich so eine Fernbedienung rausholen. Der macht das gerade. Hat er gedrückt. Passiert aber nie was. Hier hätte jetzt eigentlich grün sein sollen. Er fährt aber weiter. Natürlich kommt von vorne weiterhin Autos. Das ist vorne hier das Kreuz zum Beispiel. Jetzt fährt erstmal dieser Traktor hier wieder weiter, da, der Bagger. Nicht Traktor. Das wäre ein bisschen komisch, wenn es ein Traktor gewesen wäre. Und er wollte nicht rückwärts fahren, hat sich aufgeregt. Kommt noch ein Fahrer, der vorne hat es gleich richtig gemacht, der hat sich da an den Rand gestellt. Ich habe mich dann umgedreht und die Ampel war ja einfach grün. Jetzt kommt Oberesslingen Bahnhof Süd. Oberesslingen Bahnhof Süd. Wieder mal ein Cut dran. Jetzt sind wir gleich fertig. Kommt jetzt gleich Neckar-Freibad. Das ist ja auch mal so eine Huckelstraße. Und dann müssen wir eine Weile warten, weil die ein bisschen länger rot war. Ja, müssen wir jetzt warten.
Genau, und natürlich, wo er danach schauen will, die Busse. Ich habe bis jetzt noch kein Bild im Internet gefunden zu denen. Hier unten rechts sieht man an der Tür das Zeichen von Esslingen, müsste es sein, von der Stadt. Und da steht drunter im Auftrag des SVE, weil Rex ja Subunternehmer von der SVE jetzt ist. Letztens habe ich auch im Bus mitbekommen, wo die stehen, in Schlierbach. Und ja, dementsprechend sehen sie auch aus, wenn sie nur rumstehen und keiner sie putzt oder so. Also jetzt hier im Video sieht man nicht unbedingt so viel, aber der Boden, wenn man sich den mal anschauen würde, ja, dann fährt man da immer noch im gleichen Dreck von vor einer Woche rum. Ja, der Bus war irgendwo rumgeklopft mit seiner Hand. Dann da vorne um die Ecke rechts kommt ein Neckarfreibad. Hier ist irgendwas am Roten Kreuz, dann kommt hier ein BMW und danach haben sie irgendein Haus abgerissen. Hier rechts. Da wollte keiner rein. Und jetzt kommt schon meine Haltestelle. Zum ersten wieder eine rote Ampel. Falls ich es verpassen sollte, sage ich jetzt schon mal Tschüss. Denn es kann sein, dass das Ende ein bisschen abrupt kommt. Davon ist, also ich sehe es schon auf dem Video. Genau, da kommt noch der 113 entgegen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut euch das gestrige Video an. Da könnt ihr abstimmen, was für Videos in der nächsten Zeit kommen sollen. Und ich sage, ein Like, Abo, Kommentar, alles nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.